Moini, und da bin ich wieder mit Alan Wake 2. Wir sind mit Saga unterwegs, der FBI-Agentin in Bright Falls, und sind 13 Jahre nachdem Alan Wake hier in Bright Falls war, hier und untersuchen mysteriöse Morde, sammeln Hinweise und ja, haben den ehemaligen FBI-Agenten Nightingale tot vorgefunden und versuchen nun herauszufinden, wie diese Menschen hier gestorben sind und was es mit diesem Ort auf sich hat. Ich bekomme die Manuskriptseite nicht aus meinem Kopf. Killer haben sich bisher noch nie so direkt gemeldet. Ziemlich beeindruckende Arbeit. Mit ihrer Technik und ihren Vermutungen. Geht schnell voran. Ich wusste nicht, ob ich so einen Fall annehmen sollte, aber ich bin echt auf dieses Mysterium gespannt. Das Deal-Fest ist derzeit wieder. Müssen Sie noch zur Lodge, um was von der Außenstelle zu besorgen? Bin bereit. Ich parke trotzdem hier. Ich möchte zum Diner und mir die Stadt ansehen. Haben die wirklich Thermosflaschen an? Das Diner befindet sich direkt am Wasser. Lassen wir den Sheriff und unsere Zeugen nicht warten. Ich rieche Kaffee. Ich rieche Kaffee. Sympathisch. Die haben wirklich Thermosflaschen an. Guck mal. Hier ist eine Frau. Hallo, kann ich mit dir reden? Wer bist du? Hey! Dich kenne ich nicht. Oder? Nö. Hier hat auch das Deerfest. Es sieht einfach unverändert aus. 13 Jahre, ne? Unverändert, nachdem Alan Wake hier alle gerettet hat. Ich sehe mir kurz was an. Bin gleich wieder zurück. Okay. So, du machst ein Handyfoto. Witzig. Das ist die Frage. Das Hirschfest steht kurz vor der Tür und wir hoffen alle auf Sonnenschein. Deshalb habe ich unsere beste Meteorologin nach dem Wetter gefragt. Sie hat mir nicht geantwortet. Aber ich spreche jetzt mit ihrem Onkel Fabio Swatery. Was? Fabio, sind Sie da? Ja? Wunderbar, Fabio. Wie lautet die Wettervorhersage für heute? Geht es vielleicht etwas genauer? Zum Hirschfest vielleicht ein paar Sonnenstrahlen? Nein. Nein. Naja, das Hirschfest steht bevor. Egal ob Regen oder Sonnenschein, das Line-Up sieht toll aus. Ja, diese Parade gefällt mir, weil es einen Schwanenfestwagen gibt, mit langem Hals und so weiter. Ein riesiger Schwan. Sie mögen also Schwäne? Nein. Okay, damit sind wir am Ende. Nach diesem Song von National Nightmare sind wir gleich wieder zurück. Musik wieder. Der darf immer schnell weg, bevor ich die rausschneiden muss. Dead End. Ich muss das zerschneiden. Naja, zerschneiden heißt nicht mit einem Schlüssel, ne? Sondern mit einem Bolzenschneider. Hier kam die Fähre an mit der Ellen, mit Alice gemeinsam. Ne, da vorne kam die Fähre an. Hier in das schöne Örtchen kam, um damals hier Urlaub zu machen. Auch während des Hirschfests.
Eine Kettensäge. Ob da wieder ein Bubba im Wald sich versteckt hat? Da werden Tiere vermisst. Boating Safety and Regulations. Kids of all ages can celebrate Deerfest at the Happy Harvest. Ui, das wollte ich nicht. So müde. Bloß noch ein paar Tage. Du bist ja witzig. Bloß noch ein paar Tage. Der muss wohl Überstunden machen. Fürs Deerfest. Hier haben wir wieder die schönen Beeren. Bis dann. Karte wurde aktualisiert. Sehr schön. Da tanzt jemand. Das ist ja mega süß hier. Hi. Die Pizza sieht aber schimmelig aus. Warum ist die silber? Das wollte ich nicht. Ich gewöhne mich noch dran. Irgendwann gewöhne ich mich noch dran. Ah, man muss warten, um platziert zu werden. Hier gibt es ein Buffet. Ein Blubbel, Blubbel. Sehr. Ah ja, hier Wasser. Hey, wie geht's Ihnen? Hi. Ach, du bist in der Mikrowelle. Das ist ja witzig. Privat. Aha. 10. Ruhe in Frieden. Und das gefällt mir, dass sie das macht. Ja, wahrscheinlich sind es jetzt noch 10, oder? Ja. Gut, dass ich hier einfach so durch die Gegend laufen kann. Sieht ja aus wie in ihrem Gedankenraum hier. Hä, mit der Karte und hier Hinweise. Aha, aha. Dann gucken wir nochmal hier rein. Heiltafel. Da haben wir nichts Neues zu gefunden. Aber hier haben wir was Neues. Cauldron Lake. Sonst haben wir nichts Neues. Aber wir haben Radio. Ach so, das brauchen wir uns nicht nochmal anhören. Pet Main. Damit hätten wir geklärt, ob Haustiere... Nee. Pet Main war auch der Radiomoderator aus dem ersten Teil, der uns geholfen hat, vor Nightingale zu fliehen. Noch 10. Ja. Na gut. Da komme ich nicht durch. Ja. Du tanzt hier fröhlich rum. Oh, so fröhlich siehst du nicht aus. Halte Poree hier. Schnubbeliwupp. Hi. Darf ich mal durch deine Sachen wühlen? Oh, ein dunkler Flur.
Hi. Ein Billardzimmer. Hallo. Wie geht's? Okay. Wir... weiß ich auch nicht. North American Folklore. Ein Spiegel. Ja. Was wird hier gelesen? Something about water. No. Das Padman. Oh, erschreckt mich doch nicht so. Dass ich die Türen nicht langsam aufmachen kann, ne? Klo. So, ein Klo. Do not disturb. AW, Cauldron Lake, Überprüfung von Neuigkeiten und Gerüchten mit Fokus auf 2010. Querverweis mit allen Fallakten des NYC-Kults. Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten in der Methodik. Teil einer Serie. Herausfinden, wie der köstliche Kaffee im Diner heißt. Okay. Ist das Blut? Nein. Sieht schon vom Schlimmsten hier aus, ne? Und wieder ein Klo. Sehr realistisch. Ich krieg es nicht auf. 108, okay. Später wahrscheinlich, später. Ice and Reception. Das war doch sehr spannend. Jetzt haben wir die Karte auch geupdatet, oder? Ja. Sehr schön. Willkommen zurück, Anderson. Danke, ich gucke mich noch weiter um. Oder? Oh, ich weiß auch nicht. Wie viel Kaffee hast du denn heute getrunken, Charlie? Ich weiß von nichts. Come get percolated. Nicht genug, so viel steht fest. Man kann nie genug Kaffee haben. Dieser reiche, bittersüße Nektar. Hey, wie läuft's? Hol ihn dir so schnell du kannst. Irgendwelche. Bin gleich wieder zurück. Oder spannende Entdeckungen? Nichts. Aber irgendwer hat eine ekelhafte Überraschung unter dem Bett zurückgelassen. Die sind völlig durchgedreht. Deshalb. Also das ganze Geschrei? Als ihr gesagt habt, dass in dieser Stadt nie etwas passiert, habt ihr nicht gelogen. Auf den ersten Blick nicht. Oder in der Öffentlichkeit. Okay. Darum kümmere ich mich dann später. Hier war früher die Polizeistation. Rollover. Major Setter won't roll over. Bürgermeister Setter nimmt ihre Probleme ernst. Das ist doch schön. Hier steht anscheinend eine Bürgermeisterwahl an. Sind überall Radios verteilt. Und hier hatten wir einen Stromschlag gekriegt das letzte Mal. Ja, ja. Uff. Und wie läuft dein geheimnisvolles Geschäft? Oh, das wüsst ihr auch gerne. Wir haben dich beim Quizabend vermisst. Ach ja? Wie sehr denn?
Hör auf, der Frage auszuweichen, Mark. Sheriff Station. Gehen wir bestimmt später nochmal zusammen hin. Wir wollen ja eigentlich Kaffee trinken, ne? Closed und for sale. Drehen. Tools und Hardware. Von 9 bis 8 Uhr. Antiquitäten. Krass. Ein schöner Tag, um überall langlaufen. Ne? Ich beneide die Leute nicht, die im Büro sitzen. Hier gibt es immer. Was machst du denn da? Fenster putzen? Ja, ich möchte Kaffee trinken gehen und in der Story ein bisschen vorankommen. Ein schöner Park, das ist doch ein bisschen anders geworden. Setter ist better. Ach komm, wir gucken uns das mal an. Setter ist netter. Netter. Setter ist netter. Schön. Lasst mich raten. FBI. Willkommen in Bright Falls. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe Kaffee mitgebracht. Den besten in Washington. Danke. Sie müssen Sheriff Breaker sein. Schön, Sie kennenzulernen. Ich könnte einen Kaffee vertragen. Ich würde auch noch einen nehmen. Ich bin Agentin Saga Anderson. Das ist Agent Alex Casey. Tim Breaker. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass Sie hier sind. Wir könnten wirklich Hilfe brauchen. Ihre Deputies meinten, Sie hätten hier ein paar Zeugen. Sie ließen sie wie Verdächtige aussehen. Mulligan und Thornton reden immer noch davon? Nein, nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bookers jemanden ermorden würden. Aber überzeugen Sie sich selbst. Sie beruhigen sich gerade drin bei Kaffee und Kuchen. Mal sehen, was Sie zu sagen haben. Casey, du vergleichst die Notizen mit dem Sheriff. Lassen Sie sich Zeit. Wir haben die Fallakten durchgesehen, die Sie geschickt haben, Sheriff. Werden außerdem bekannt, dass sie gar nicht anders aus. Ja, aber seitdem der Cordwell Lake eingezäunt wurde, wurden es weniger. Und wer kellnert hier? Wer arbeitet hier? Wem gehört das? Die meisten vermissten Meldungen. Dann wurde der Zaun gebaut. Ja, genau so war es. Und? The jukebox is out of order. Das arme alte Ding hält es nicht aus, dass immer und immer wieder derselbe Song gespielt wird. Ich meine, mir gefällt Coconut auch sehr gut, aber irgendwann reicht's. Put the lime in the coconut. Das hat sich nicht geändert hier, ne? Entschuldigen Sie. Ah ja, ich bin Agentin Saga Anderson. Sind Sie die Bookers? Ja, sind wir. Ich bin Tammy und das ist Ed. Hallo, Officer. Nennen Sie mich Saga, Ed. Saga. Also, werden wir nun für etwas angeklagt? Wenn nicht, würden wir uns gerne ins Hotel zurückziehen und verarbeiten, was wir gesehen haben. Ein Bad nehmen, in ein Kissen schreien. Sie wissen schon. Wir klagen Sie nicht an. Ich habe nur ein paar Fragen. Immer mit der Ruhe, okay? Warum waren Sie am Cauldron Lake? Erzählen Sie mir, was passiert ist. Was haben Sie letzte Nacht am Cauldron Lake gemacht? Ich bin Schriftstellerin. True Crime. Wir kommen aus New York, weil wir mehr über den vermissten Schriftsteller Alan Wake herausfinden möchten. Ich habe mich unten am See umgesehen. Alles ganz legal. Ja. Was haben Sie im Wald gesehen? Dieser nackte Typ stieg aus dem See heraus. Er war total verrückt und hat uns angeschrien. Hat sich bestimmt etwas eingeworfen. Es sei denn, Nacktbaden ist hier gang und gäbe. Dann hörten wir Schüsse und liefen diesen Psychopathen mit Hirschmasken über den Weg. Sie haben den nackten Typen mit Messern bearbeitet. Wie ein satanischer Kult. Wir sind abgehauen und haben die Polizei gerufen. Warum glaubst du, dass es ein Kult war? Wieso glauben Sie, es war ein Kult? Wegen der Masken und den Messern? Der Gesichtsausdruck war ja stark. Ich meine, sie haben... Der Kult des Baumes.
der Gold des Baumes, der Gold des Baumes gerufen. Oh, und wir haben etwas... Ed! Die ganze Sache war furchterregend. Das ist alles. Sie halten was zurück und ich muss... Ah, oh, was für ein tolles Bild. Schlussfolgerung, Verve. Okay, die halten was zurück. Profiling. Wieso bist du so ruhig? Leichen gehören zum Job. Halte dich nicht zu sehr damit auf. Oh, das Profiling könnte den Fall voranbringen. Das machen wir gerne. Hier arbeitet aber anscheinend auch niemand. War es bestimmt ein großer Auftritt gleich. Profiling. Erstmal machen wir hier die Falltafel weiter. Die Bookers sprachen von mehreren Angreifern mit Hirschmasken im Sprechchor, die den Typen mit Messern bearbeiteten. Profil des Mörders. Mordmethode. Profil des Mörders. Das ist eine organisierte Gruppe von Mördern. Kein einzelner Serienmörder. Fall abgeschlossen. Okay. Der Kult des Baumes steckt hinter den Morden. Dieser Fall ist gerade viel komplizierter geworden. Ich wollte gerade sagen, abgeschlossen. Ich muss eine neue Akte anlegen. Aber das ist mein erster Kultfall. Aufregend. Aufregend. Es handelt sich nicht um einen Einzeltäter, sondern um eine organisierte Gruppe namens der Kult des Baumes. Der Fall ist interessanter geworden. Ich sollte eine neue Akte eröffnen. Kult des Baumes. Ich muss mehr über den Kult des Baumes wissen, wenn ich ihm Einhalt gebieten soll. Das ist für jetzt. Oh, sehr cool. Was haben wir denn hier? Hintergrundfälle sammeln Hinweise über breiter angelegte aktuelle Themengebiete. Trunk Hirschmasken, Kultziel, Dreiecksfiguren aus Zweigen. Auf einem Tisch liegt eine große Menge an Vorräten. Wer ist involviert? Welche Art von Kult? Kultsymbole. Na komm schon, das muss wirklich hier hin. Kultpsychologie. Ui. Und auf einem Tisch liegt ein... Vorräte. Hier liegt eine Menge Ausrüstung rum. Wie lange waren sie hier draußen? Wenn sie ihre Gesichter verbergen, sind sie nicht etabliert genug, um offen operieren zu können. Verbindung zum Hirschfest. Sehr schön. Was soll damit erreicht werden? Reviermarkierung, eine Warnung, fühlt sich an wie etwas aus einem Horrorfilm. Ja, es ist eine Hexe, die so zum... Ja. So eine Hexe halt. Gut. Aber ich habe noch was, ne? Kultverstecke. Vielleicht gibt es in den Verstecken Hinweise über den Kult. Ich muss die Augen offen halten. Für später, für jetzt. Die Cauldron Lake. Eine Schließkassette mit einigen nützlichen Kultvorräten. Sehr schön. Das war's, ne? So, Waffenverbesserung geht immer noch nicht. Profiling müssen wir voranbringen. Von den Bookern. Toll gemacht, dass so dieses eine Auge hier überlappt. Der Kult des Baumes. Der Kult des Baumes. Was verheimlichen mir die Bookers? Ich habe ihre Halskette. Das Symbol sind zwei Dreiecke. Der Kult will seinen Fichtenbaum zurück, Tammy. Wer es findet, darf es behalten, Ed. Das wird meinem Publisher gefallen. Tammy hat etwas gefunden. Hm. Eine Halskette, die einem der Kultisten gehört. Und woher weiß sie das? So intuitiv? Sehr krass. Die Bookers waren am Cauldron Lake. Warum? Der Zaun sollte das hier verbergen. Der Autor soll in den See gefallen sein. Privatparty.
Zutritt verboten. Mein Buch hat Fragen. Herr mit dem Bolzenschneider. Wir sind wegen Tammys Buch eingebrochen. Nicht wegen des Mordes. Sie haben die Wahrheit erzählt. So, muss ich denn jetzt nochmal zur Falltafel? Ziele. Befrage die Zeugen im Diner. Fälle. Nee. Scheinbar nicht. Na gut. Sie haben dort also was gefunden, richtig? Eine mögliche Halskette der Kultisten? Okay. Wow. Wie sind Sie darauf gekommen? Das ist ein Beweisstück. Sie müssen es übergeben. Okay. Okay. Hab dir gesagt, du sollst es nicht behalten. Ah. Da ist sie. Danke. Das könnte nützlich sein. Eine Bitte. Bleiben Sie erstmal in der Stadt, falls wir noch Fragen haben. Aha. Lady of the Night. Als würden wir das Hirschfest jemals verpassen. Oh, Saga? Saga Anderson. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte, nach dem, was Ihrer Kleinen zugestoßen ist, würden wir Sie hier nie wiedersehen. Was? Wie geht's Ihnen? Verzeihung. Wer sind Sie? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin es, Dummerchen. Rose. Sie sieht so anders aus. 10, 13 Jahre, ne? Was soll meiner Kleinen denn zugestoßen sein? Sie ertrank. Was? Ihre was? Tochter. Merkwürdig, dass Sie sich nicht daran erinnern. Woher wissen Sie von meiner Tochter? Oh, ich weiß wieso. Sie verdrängen ihre traumatischen Erinnerungen. Was? Sieht man im Fernsehen. Ununterbrochen. Nein. Sie verwechseln mich mit jemandem. Nein, das kann nicht sein. Sie wusste den Namen. Wenn Sie meinen. Außerdem ist sie Lady of the Light. Was? Oh, nur ihren eigenen Fall, ob sie den lösen kann. Hä? Das war ja creepy und cool. Wow, was passiert hier? Wir werden es in der nächsten Folge rausfinden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für die lieben Worte, die ihr hier in die Kommentare schreibt, für die Daumen nach oben und das Abo, falls ihr das bis jetzt noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.